Ist doch nischt. Ah, oh Mann, ich sehe schon wieder irgendwas nicht. Der Pfeil will definitiv, dass ich diesen Raum wieder verlasse. Ich gehe nochmal hier gucken. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier für ein Müll? Entschuldigung, aber irgendwie nervt mich das gerade. Wo soll ich denn bitte lang? Da zeigt er mir... Ach, ist diese Tür jetzt offen, oder was? Da hinten rein wieder? Ehrlich? Da soll ich wieder hin. Okay. Na gut. Ja, in den Raum, in den Waffenlager, was ich davon geöffnet habe, da soll ich wieder rein. Da rein. Echt? Ja. Da ist ein Schrank. Die Hohlladung. Die habe ich nicht mitgenommen. Ja. Ich sag ja, Augen auf und besser gucken. Wieder ein Geräusch gehört. Irgendwie ist er schon wieder auf dem Weg zu mir wahrscheinlich. Aha, und jetzt soll ich das Teil in die Luft sprengen. Gut. Aha, gut. Ja, wir kriegen das alles gebacken, Leute. Ist ein ziemlich langer Part diesmal hier und ja gut, aber das ist alles nicht so schlimm, weil wir sind ja eh fast am Ende. Habe ich gerade den Weg vertauscht? Ja, genau, hier muss ich lang. Oder? Komme ich hier gerade her? Nee, das passt schon, oder? Nee, ist alles richtig. Alles richtig. Es könnte so ein bisschen mehr Hintergrundmusik gerade vertragen. Jetzt haben wir nur dieses komische Brummen von den Generatoren oder so hier, von diesem, ja, von diesem komischen Teil da, was es da zu zerstören gilt im Hintergrund. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt da einmal komplett? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Wieso bin ich denn da vorbeigelaufen? Ich war eben fest davon überzeugt, dass ich weiß, wo ich bin. Und jetzt weiß ich es auch wieder, aber... Ich habe doch gerade irgendwie den Weg verpasst. Das ist nicht normal, echt. Oh Gott. Es wird böse enden mit mir. Also. Wenn ich jetzt aus dieser Tür rausgehe, dann müsste ich doch eigentlich wieder im Hauptraum sein. So. Jetzt bräuchte ich nur in diese Richtung gehen, dann bin ich doch bei der Eingangstür, oder nicht? Ja. Irgendwie habe ich da gerade wieder was missverstanden. Hopp. So. Nee. Ach, falsche Richtung. Das ist das geil. Ich gehe trotzdem hier rüber. Auch wenn mir das Angst macht. Und neue Bewaffnung, oder wie ist? Unter mir? Hier? Hallo? Ich bin noch da. Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich doch hier... Ja, muss ich hier anbringen. Den Pfeil habe ich nicht verstanden. Sorry. So, komm. Die erste. Komm. Komm. Zweite. Eine noch und dann muss ich hier schnurlis verschwinden. Alle Ladungen platziert. Verschwinde jetzt. Wir kommen dich holen. Das ist nett. Das würde ich doch mal gerne. Gehen wir rückwärts. Oh. Jetzt geht das nämlich los.
Oh, ich muss hier weg. Links, rechts, geradeaus. Dicht. Oh, nee. Ich bin schon unterwegs. Puh. Hallo? Abgeschlossen. Sehr gut. 8 von 8, 1 von 2, 17% immerhin. 12 von 12 und 11 von 11. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber ein D-Ranking halt, ne? Gut. Also entweder kommt jetzt noch eine Kleinigkeit, dann weiß ich gar nicht mehr, was noch auf mich zukommt. Oder es kommt ein Endvideo. Wir werden sehen, was kommt. Jawohl, wir haben es geschafft. Leute, das war Cold Winter. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch ebenso Spaß gemacht wie meine bisherigen Projekte. Vielleicht habe ich ja dadurch auch noch, weiß ich, vielleicht ein paar andere Interessenten dazu gewonnen. Allerdings, wenn es so sein sollte, ich werde von dieser Art Spiele nicht allzu viele mehr erstellen. Ja, ich habe zwar noch so ein, zwei in petto, aber jetzt denke ich mal, ist das mit dem Ego-Shooter auch wieder erstmal gut. Und ja, mein nächstes Projekt wird sich wieder, ja, wieder mal was ganz anderem widmen. Aber halt noch nicht Resident Evil. Also da, wie gesagt, da habe ich noch ein bisschen Abstand von genommen. Und ja, also es wird es wird lustiger, sage ich mal so. Und es wird noch älter als dieses Spiel, das kann ich auch versprechen. Und es wird kultiger, ja. Da sind schon einige Hinweise jetzt gewesen, aber mehr möchte ich dazu wirklich nicht verraten. Ihr könnt gespannt sein. Und ja, ich sage mal, ich wünsche euch alle ein gutes, neues, gesundes Jahr. Ich meine, wenn ihr das hier seht, wird das alte Jahr schon längst vorbei sein, denke ich mal. Und das war jetzt hier mein Beitrag, mein letzter Beitrag zum Jahr 2011, heute am 30. Dezember. Und wir werden uns in 2012 gewiss wiedersehen. Mit neuen Projekten, auch mit Resident Evil natürlich. Und ich wünsche euch einfach viel, viel Freude beim Zugucken. Nimmt's mir nicht so übel, wenn ich mal ausraste oder am Verzweifeln bin. Das kann schon mal vorkommen. Wir sind ja alle nur Menschen, wie man so schön sagt. Ja, Cold Winter. Endlich ist es vorbei. Obwohl, bei diesem Spiel ist es mal so gewesen, dass ich am Ende jetzt nicht so vor der Verzweiflung stand. Also, ich habe es wirklich gerne gespielt. Vor allem so die ersten zwei, drei Level, die machen mir am meisten Spaß. Und danach wird es halt auch schon für mich arbeiten. Also da muss ich echt aufpassen. Jetzt sogar die letzten Level ist es ein bisschen schwieriger. Ich bin ja auch so ein paar Mal zwischendurch gestorben. Ist aber nicht so besonders schlimm. Es wird ja immer gleich der nächstletzte Kontrollpunkt geladen, habt ihr gesehen. Und von daher ist das alles nicht so schwierig. Aber es ist ein angemessener Schwierigkeitsgrad auf normal, denke ich. Ich hätte das Ganze vielleicht auch mal auf Veteran probieren können oder so. Aber... nee, das mache ich dann irgendwann lieber mal privat. Da kann ich mich dann nicht so blamieren. Und ja, jetzt habt ihr das ja gesehen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck gewonnen. Ihr könnt euch das Spiel ja vielleicht zulegen, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, es ist, glaube ich, von 2003, 2004, oder? Ich kann mal eben gucken. Ich hab ja die Hülle hier liegen. Was steht denn hier drauf? Hier steht jetzt 2005 drauf. Erstellt von 2001 bis 2004. Ja, gut. Ja, also ist wirklich ein schönes Spiel. Ich bin, wie gesagt, ja nicht sonst so der Ego-Shooter-Fan, aber das ist wirklich eine Ausnahme hier. Das Spiel mag ich halt sehr gerne, gerade wegen der Synchronisation der Stimmen von Martin Kessler und Franziska Pigula, die ja leider während des Spiels schon ausgeschieden ist mit ihrer Rolle von Kim.
Das eine ist so der Mankos, dass Kim leider stirbt in diesem Spiel. Aber gut, ist halt nicht zu ändern, gehört zur Geschichte dazu. Und das war halt auch der Ansporn praktisch, ja, diesen letzten Auftrag entgegenzunehmen. Ja, von dem hätte ich ganz gerne noch was gehört, von dem John Gray jetzt zum Schluss. Wir können ja gleich mal eben warten. Ich bin mir nicht sicher, ob nach diesem Abspann vielleicht noch so ein kleines Gimmick kommt oder so. Dass man noch sieht, was mit John Gray passiert. Irgendwie habe ich so im Hinterkopf, da passiert noch was. Dass man ihn nochmal glücklich mit seiner kleinen Enkelin sieht oder so. Irgendwie in der Richtung, glaube ich, war da noch was. Deswegen werde ich euch noch ein bisschen hier zumüllen. Und dann warten wir gleich mal auf das richtige Ending. Irgendwas war da noch. Ich glaube, wir sehen sogar unsere Hauptfigur hier, den Andy Sterling, noch auf irgendeiner Insel. Ganz friedlich. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir werden es gleich sehen. Und jetzt geht mir langsam der Redestoff hier aus. Ich hoffe, dass der Credit-Abspann hier gleich ein bisschen zügiger vorangeht und dass es dann vorbei ist. Sonst genießt einfach ein bisschen die Musik. Obwohl, da kommen schon die Special Thanks. Ich denke, wir sind am Ende. Und dann gucken wir mal, ob es noch ein kleines Video gibt. Wäre ja schön. Macht ein Ende, wertloser Abschaum, der ihr seid. Okay, das Ende war jetzt doch ein bisschen anders, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, okay. Es gibt hier sogar eine Statistik, oder was? Nö, das ist nur ein bisschen die Waffe, die da erklärt wird. Ich dachte, wir kriegen noch ein Ranking. So wie bei Resident Evil, wie es da immer Mode ist, aber wohl doch nicht. Mal gucken, ob noch was kommt jetzt. Das Ende hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf. Okay, ja, ist dann jetzt doch ein bisschen dramatischer und traurig, das Ende. Nee, das war's, definitiv, das war's. Ja, Leute. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt 2012. Und wenn ihr ein nächstes Projekt von mir seht. Dieses, denke ich, werde ich noch in 2011 vielleicht hochladen. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja noch in der Silvesternacht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Wir werden sehen. Je nachdem, wie das vom Zeitplan her klappt. Also, das war's mit Cold Winter. Euer Alex sagt Tschüss. Und haltet mir die Treue. Auf Wiedersehen.